In der Schule war der Lernpegel extrem hoch, wodurch uns das Lernen eben sehr schwer fiel. Unser Thema heute. Wenn man sich sonst so an die Schulzeit erinnert, das Lernen, das ist dann eher chaotisch und problematisch gewesen, weil man es halt für sich alleine machen musste und da nicht den Verbund mit anderen gehabt hat. Hier bei Entrenhauser fällt mir zum einen das Lernen viel einfacher, denn auch durch meine Azubi-Kollegen, die mir auch immer den Rücken stärken und wir miteinander arbeiten, gibt es einen viel besseren Zusammenhalt und schafft auch Kompetenz und Kreativität. Am liebsten arbeite ich in Projekten, die nicht nur Drehen oder Fräsen beinhalten, sondern von allem etwas, auch mit der Planung und Zeichnung der Projekte, dass man sich selbst überlegt, wie man es baut und wie es passen könnte. Bei Entrenhauser ist es so, dass wir uns sehr viel gegenseitig unterstützen können. Und dadurch ist auch wirklich der Weg einfacher, uns zu dem Ziel zu bringen, das wir uns auch gesteckt haben, und können uns auch gegenseitig motivieren. Die Ausbilder sind immer für uns da. Bei Fragen können wir uns immer an sie wenden. Die sind immer für uns erreichbar. Hier hat man jetzt einen Ausbilder, der persönlich für dich zuständig ist, der auch mal eine, zwei Stunden mit dir zusammenarbeitet, es dir persönlich erklärt. Die Vorteile einer Teamarbeit sind, dass wenn man mal allein nicht weiterkommt, dass man sofort bei anderen Leuten Hilfe suchen kann und dass man schneller auf Gedanken kommt, die einen weiterbringen. Und man hat hier durch die Räumlichkeiten und die Personen auch die gute Möglichkeit, im Team zu arbeiten. Mit den älteren Lehrjahren habe ich viel zu tun. Ich kriege viel Wissen vom älteren Lehrjahr vermittelt. Aber ich persönlich kann auch den jüngeren Lehrjahren helfen. Hier in den Sitzecken kann man perfekt Berichte schreiben, vor allem Ausbildungsberichte oder Abteilungsberichte, die man ja immer machen muss. Und in den Boxen, da kann man so in Vierergruppen arbeiten, wenn man Präsentationen machen muss. Und in der Box mit dem Tischkicker kann man eben gut in der Pause mal auch ein bisschen Spaß haben mit den Kollegen. Also der Raum wirkt sehr freundlich, sehr offen. Er lädt eigentlich gerade zum Zusammenarbeiten ein. Und dadurch wird auch sehr das Zusammensitzen von uns Azubis und auch das Zusammenarbeiten sehr gestärkt und gefördert. Ihre Formel für Zufriedenheit finden Sie unter endres.com/karriere. Thank you.